Liegt gestartet um 17 Uhr. Ich hoffe, ihr wart alle brav wählen. Und falls nicht, jetzt ist es zu spät. Nein, ist es nicht. Ihr könntet noch eine Stunde wählen gehen, aber es wäre sehr schade, weil dann würdet ihr jetzt nicht sehen, was Rufus in der Kreuz. Wählen ist wichtiger. Wolf, das kannst du doch so nicht sagen. Nein, natürlich. Geht erstmal wählen. Mein Video könnt ihr ja auch im Nachhinein angucken. Und danke dir, Visa, für den Host. Ich hatte die Wahl. Welche Wahl hattest du? Die Wahl zwischen wählen und schauen? Die Wahl zwischen zu vielen Parteien? Die Briefwahl. Na, sehr gut. Ja, das hätte ich auch machen sollen. Dann hätte ich heute nicht so viel Stress gehabt. Aber egal. Nichtsdestotrotz. Wir werden sehen, was Rufus jetzt mit Elysium gemacht hat. Düt. Ja, es ist Da mal ist wieder ein soweit. Essen. Da ist ein Essen fertig. Nom Ja, nom ich habe mich nom etwas nom mit der nom. Zeit verschätzt. War nicht so tragisch. Ist ja nicht tragisch, Mr. Wolf. Ich möchte Sie ja als satte Unterstützung haben. Der Wolf ist leider recht. Was? Bei mir Ach ging es ums so, Essen, lesen. aber Ja, kurz Worte. der Wolf hat leider recht. Wählen ist wichtiger. Ja, ist ja in Ordnung, Lumi. Ich hoffe, du hast gewählt. Hast du gewählt? Warst du eine brave Katze? Nee, ja, zuletzt war ja auf Deponia, war ja alles zerstört. Alles. Ach, auch Briefwahl. Nicht verwählt. Au. Ja, die falsche Vorwahl angekreuzt. Nee, da war ja alles in Schutt und Asche. Wir wollten einen retten. Dann haben wir bemerkt, dass alles kaputt ist. Dann sind wir zum unteren Landungsplatz. Da ist dann, wie heißt sie, Goal mit unserer Zeitmaschine abgehauen. Und jetzt versuchen wir an der Stelle, bevor Elysium brennt, herauszufinden, warum Elysium brennt. Ich habe aber irgendwie die Befürchtung, dass wir das Problem sind. Aber gut, werden wir jetzt gleich herausfinden. So. Der Wolf möchte natürlich wieder einen übertragen, wie ich ihn kenne. Und natürlich der Bisa. Und der Ja. Albi. Und der Lavalando. Die Zuschauer haben schon mal Bild. Ihr kriegt auch gleich eins. Nicht verzagen. Ihr kriegt auch Bild. Da. So. Habt ihr schon Bild? Seht ihr was? Das ist sehr schön. Alles. So. Dann machen wir hier. Eigentlich kann ich weiterspielen machen. Müsste funktionieren. Sollte. Stimmt, genau. Wir waren ja hier in dem im goldbesetzten Zimmer. Ja, wir sind jetzt im richtigen Elysium, das noch nicht kaputt gegangen ist. Ich war's nicht. Egal was du sagst, ich war's nicht. So, gehen wir mal zum Terminal. Ich kann ja nichts außer dem Terminal. Okay, Fahrstuhlcam? Oh, ich kann nur die Fahrstuhlcam. Ja, dann. Keiner da. Keiner da. Hä? Aber da ist doch Gemüse drin. Keiner da. Na gut. Siehst du eine Pflanze im Aufzug als Person? Keiner da. Ja. Weil die war bestimmt davor Okay. nicht da. Ah, jetzt kann ich dahinter auch hin. Na dann. Muss ich mich wohl auf mein detektivisches Gespür verlassen, um Ulysses nicht über den Weg zu laufen? Oder ich folge einfach der engelsgleichen Stimme da, durch diesen Durchgang da vorne. Oder du tust es nicht? Monsterfußpantoffeln. Wer von euch hat Monsterfußpantoffeln? Was die Peter wohl dazu sagt? Leider nicht. Ich nehme die mit. Soll ich noch?
Die erinnert mich an meinen letzten Zahnarztbesuch. Ich hatte einen Bohrer und etwas Lachgas mitgehen lassen. Am nächsten Tag wurde ich aus dem Kindergarten geworfen. Das hat man davon. Okay. Nimm mit. Cole hat nie erzählt, dass sie mal eine Zahnspange getragen hat. Schrill. Ein Klavier. Der Elefant, der seine Stoßzähne für dieses Klavier gelassen hat, litt offenbar unter starker Karies. Fast jede zweite Taste ist schwarz. Oh, gibt's denn hier keinen Zahnarzt? Herr Gott, Hilfe! Ich möchte ihn aber gerne betätigen, aber irgendwie traue ich mich nicht. Nee, komm, Thomas. Ich nenne es Etüde für Gaul in A7 oben kariös. Okay, sehr verrückt. Gut, gehen wir weiter. Klopf, klopf. Darf man eintreten und beim Duschen stören, meine bezaubernde Silhouette eines alten, nackenbehaarten Mannes? Ah, Hilfe. Ich wollte mit den anderen für ein paar Tage auf den schwebenden Gärten zelten. Nur zu, solange du nicht wieder die Parkwächter zu Musikdatasettenspielern umprogrammierst. Du bist der Beste. Ciao. Oh, nicht doch. Ist auch überhaupt nicht auffällig, wenn der badet. Hey, wer ist da? Was haben Sie hier verloren? Zimmerservice? Ein Klon? Sind etwa die Dienstbots wieder defekt? Ja! Es grassiert gerade eine Robokulose-Welle. Sehr ansteckend. Auf Ebene 5 husten sogar schon die Toaster. Ist das so? Ach egal. Bringen Sie meinen Helm in die Reinigung und verschwinden Sie. Sehr wohl. Gänsehaut. Ob das bereits die Verlockungen des potenziellen Amtsmissbrauchs sind? Mit. Aber hier noch. Wie lange will er denn noch duschen? Das gibt doch Schrumpelpumpelhaut. Schrumpelpumpelhaut, wer kennt sie nicht? Ich bin am Ziel und es ist noch viel schöner, als ich es mir in meinen feuchtesten Träumen ausgemalt habe. Schade, kann mich nicht draufsetzen auf den Thron. Oh, hier läuft ein Timer. Oh. Warum läuft dein Timer? Wahrscheinlich, weil du in der Vergangenheit bist und dann wird Elysium abstürzen. Kann ich den Helm aufsetzen? Ob das... Nein. Möchte den Helm aufsetzen? Nein, kann ich nicht. Okay. Okay. Das Viertel geht wirklich langsam den Bach runter. Wollen wir noch einmal Also der Timer ist, weil du ja Goal aufhalten sollst. Wir hatten doch schon gesagt, dass uns das zu duster wird. Vielleicht holt ihr noch eine Expertenmeinung ein. Huch, ich hab dich gar nicht kommen sehen. Tja, ich bin wieder Klimawandel. Aber ihr könnt mich auch Rufus nennen. Ja, dann habe ich ja jetzt schon verloren. Bist ja ein richtiger Spaßvogel. Ich bin Henna. Und das dort ist mein Mann Tanner. Wir sind die neuen Nachbarn. Wir haben ein kleines Problemchen mit unserem Nestbau. Wir finden einfach nicht die richtigen Gardinen. Die Weichkopf-Memmschals haben diese tollen Früheinfädler. Aber das Muster ist uns zu wenig Biedermeier. Die Hängeschwanz-Schlafflappen hingegen sind schön kleinkariert. Dafür darf man sie nicht warm duschen. Tja, mit der Ehe kommt die Krise. Ach nein, nichts kann unsere Liebe überschatten. Außer vielleicht die richtigen Gardinen, wenn wir sie für ein Schmusi-Wusi-Stündchen zuziehen. Ein Schmusi-Wusi-Stündchen? Die kriege ich nämlich, wenn ich die beiden so reden höre. Gänsehaut gibt es leider nur in den Farben Einhornkotze und Schleimbeutel. Vielleicht müssen wir uns doch noch weitere Muster kommen lassen. Ich weiß nicht. Ich finde, die Auswahl passt zu euch. Das Viertel geht wirklich langsam den... Okay. Und, kommt ihr voran? Ist das nicht egal, solange wir uns lieben? Stimmt. Ich könnte noch Ewigkeiten mit dir Gardinen aussuchen, Henna. Ach, Tanner.
Das hast du schön gesagt. Ich wünschte, wir hätten noch mehr Muster. Ach, ihr seid ja sowas von randständig. Wahrscheinlich muss ich mehr Muster besorgen. Aber ich kann hier nicht. Doch, ich kann sofort. Hier hin. Aber jetzt ist die Zeit abgelaufen. Das ist doch doof. Soll ich nochmal laden? Brauchst du, glaube ich, nicht. Klavier. Warum? Das war aber keine schöne Melodie. Du musst dir schon mehr Mühe geben. Was? Okay. Das war aber kein schöner Ton. Probier's nochmal. Was will das von mir? Was will das von mir? Chillout Sono, Fun Sono. Ja, dann hier, Fun Sono. Das war aber kein... Probier's nochmal. Was will das von mir? Du haust gerade mit dem Gegengewicht zu. Genau. Ja, wie kann es ja links hin tun? Ja, wenn ich das Gegengewicht aber nicht. Dann ist es hier. Du schon wieder? Noch nicht. Das müssen wir ändern. Ich stelle es auf die Liste, ganz hinten hin. So griesgrämig. Dabei ist so ein wunderschöner Tag. Und wenn du nicht weißt, wo du dich zuerst amüsieren sollst, kein Problem. Ich kann dir alle Fragen beantworten. Super. Frage 1. Gibt es hier auch ein Interface, das mich nicht zulabert? Das ist Elysium. Hier gibt es alles, was du dir wünschst. Du musst einfach nur den Schlegel nehmen. Was denn für ein Schlegel? Oh je! Da hat doch wieder so ein Hallodri den Schlegel geklaut. Mach nichts. Dafür bin ich ja da. Wo soll ich dich hinbringen? Du könntest ein wenig Spaß vertragen. Also schlage ich die Fun-Zone vor. Da wollte ich eh hin. Fun-Zone, oh ja, das klingt nach Fun. Ich glaube, ich nehme den nächsten Lift. Nee. Ich will zu den Schleusen. Nein, ich muss schleusig zu den Schleunen. Schleunigst zu den Schleusen. Na, die sind ja heute extrem beliebt. Los geht's! Okay. Dicker Vater, das Hochboot hat bereits abgelegt. Was mache ich denn jetzt? Willst du meinen Vorschlag hören? McChronicle, was machst du denn da immer noch in den Schächten? Mich nicht einmischen. Du bist so langweilig, Mac. Wir sind hier im Paradies und du steckst deinen Kopf in den Sand. Okay, vielleicht ist Goal nicht mehr hier. Aber sie kommt ja zurück. Und so lange habe ich zwei Worte, die ich dir mit auf den Weg geben möchte. Fun Zone. Bist du irre? Du müsstest auf Deponia sein und die Welt retten. Wozu Deponia? Der ganze Sinn und Zweck meiner Enquete lag doch darin, nach Elysium zu kommen. Um Deponia zu retten, muss ich nichts weiter tun, als beim Ältestenrat vorzusprechen. Sieh es ein. Dies ist eine Abkürzung zu meinem wohlverdienten Happy End. Und ich brauche mich dafür nicht einmal in den Tod zu stürzen. Aber, Rhabarber, wenn du mich suchst, ich bin in der Funzone. Ich will nicht, dass du in die Funzone gehst. Eine von vielen Attraktionen aus. Und vor allen Dingen, habe Spaß! 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 Okay, das Ding ist ganz schön nervig. Kann nichts tun. Aber doch, kann was tun. Wolf. Einhorn holt mir meinen Ball zurück. Nein, es ist ein... Wie heißen diese russischen Eier? Fabergé. Genau. So machen wir hiermit ganz voll. Und dann.
Ja, auch nicht besser. Ich glaube, du musst genau an den Strich, an dem Pfeil. Kann ich nochmal versuchen. Aber du sammelst ja Fun-Punkte. Ja, das ist richtig. Trotzdem nicht besser. Schlägt immer gleich weit. Fällt ein bisschen mehr Kraft und flachere Winkel. Flachere Winkel. Kann ich auch versuchen. Oh ja. Ach, ich muss ganz dahinter. Oh. Okay, also noch stärker. Ah, das war schlecht. Schlagen wir mal in den Winkel. Komm näher. Das ist immer noch zu kurz. Noch ein Stück höher. Oh, das könnte gut werden. Nein, warum? Doch in den grünen Bereich treffen. Aber wahrscheinlich oben, ganz oben. Was? Jetzt ist er wieder so. Eieiei. Noch flacher schlagen. Was mache ich falsch? Habe ich außerdem rausgeklickt. Was rausgetopft? Ja, ich hab's gemeint. Da komme ich nur bis dahin. Was könnte das sein? Da kommt man ganz flach. Nee, noch flacher. Okay, ich schlag noch flacher. Kann ich eigentlich was anderes machen? Nee, kann ich nicht. Oh, perfekt. Jetzt unten. Trotzdem nicht. Wolf, was mache ich falsch? Die Skala wird ganz nach unten hin wieder grün. Ja. Ja, doch ganz unten. Du warst schon ganz unten. Ja. Dann keine Ahnung. Warte, Vollgas und ein Grün in der Mitte. Ja, hab ich schon versucht. Geht nicht. So komme ich auch nicht hin. Hast du mal den höchstmöglichen Winkel probiert? Das kann ich auch mal versuchen. Volle Kraft. Nee, kommt auch nur bis dahin. Keine Ahnung, was das sein soll. Ich will doch nur auch mal punkten. Du kriegst ja immer Punkte. Ja, aber ich überspringe das mal. Nein, möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte das gerne schaffen. Aber dafür muss ich erstmal wissen, wo ich hinschlagen muss. Das ist zu kurz. Die sind auch zu kurz. Ich brauche eine Hilfe. Wie muss ich schlagen?
passiert, wenn ich einen Gigant schwach schlage? So. Liegt ja trotzdem so weit. Also es macht überhaupt keinen Unterschied. Irgendwas muss ich genau treffen. Was, wenn du komplett am schwächsten schlägst? Was ist, wenn du am schwächsten schlägst und den grünen Bereich? Okay, also warte. Ja, geht nicht so einfach. Ulf, bitte such mir eine Lösung. Ich würde gerne wissen, wie ich schlagen muss. Gib mir einen Moment. Spiel derweil weiter. Ich trinke erstmal meinen Gesundheitsshot hier. Ach, ist das scharf. Oh, den muss ich mal mit Energy da flühen. Ohoho. Meine Güte, ist das scharf. Okay, jetzt habe ich da perfekt getroffen. Wunderbar. Habe ich getroffen? Ja. Nee, ich hab... Nein! LOL. Okay. Ich habe perfekt getroffen und damit das arme Ding. Okay. Okay, wie fahre ich? Jetzt spielst du Mario Kart. Aber wie fahre ich? Ist die Frage. Auf Rufus drücken? Nee. Auf den Pilz. Ah, Gas geben. Schneller drücken. Ich bin ja schon immer weiter am Schleunen. Der kann er nicht. Okay, jetzt bin ich weg. Irgendwas habe ich mal wieder kaputt gemacht. Das war lustig. Himmel, Herbert Nord, Rufus! Was sitzt du denn da rum? Das sollten wir unbedingt wiederholen. Du? Ich glaube, da hinten will einer was von dir. Hm? Boah. Ach nee, das ist nur mein Chronicle. Rufus, wir stehen am Rande einer Zeitschleife. Das wird sich alles wiederholen, wenn wir nicht... Hä? Und warum regt er sich so auf? Keine Ahnung. Ich verstehe nur... Zum Glück bin ich ein Experte im Schlabberlippenlesen. Ich fürchte, es gibt ein Zeitreset, der... Ich glaube, es heißt Zeit fürs Bett. Es gibt ein Zeitreset und der steht kurz bevor. Es bläht der Chor. Also für mich klang das eher wie Zeitreset steht kurz bevor. Ja, aber das würde ja keinen Sinn ergeben. Es sei denn natürlich. Oh oh. Ja. Oh. Scheibenkleister, ich habe sie schon wieder verpasst. Hey, wer ist da? Zimmerservice. Die Dienstbots haben Robocoudings da. Na, wenn das so ist. Bringen Sie meinen Helm in die Reinigung und verschwinden Sie. Okidoki. Ja, dann nehm mit. Raus. Oder kann ich hier was Neues machen? Hm. Wieso gibt es denn jetzt ein Zeitreset? Das ist doch total hirnverbrannt. Ach, ich sollte mal mit Macronicle ein Hühnchen rupfen. Ja, dann rupfen wir den Hühnchen, den Macronicle-Hühnchen. Machen wir hier mal ein McHühnchen aus ihm. Fahrstuhl. Da ist noch jemand im Fahrstuhl. Ist. Aha. Goal? Ja? Wer spricht da? Mein Name ist Rufus. Ich kenne keinen Rufus. Es heißt ja auch Rufus.
Kuhschuss? Huh? Kuh. Nein, Huh. Aber mit Fuß. Kuhfuß. Nein, ich... Ach, egal. Mein Name spielt keine Rolle. Na, das sehe ich aber anders. Ich habe es zufällig sehr eilig. Wenn du nicht mal deinen Namen über die Lippen bekommst, kann ich dir auch nicht helfen. Ja, das klingt ja alles ganz spannend. Aber ich habe leider keine Zeit. Mach's gut, Fremder. Nein, stopp! No! Keiner da. Na super. Also habe ich es wieder nicht geschafft. Bing. Wo soll ich dich hinbringen? Du könntest ein wenig Spaß vertragen. Also schlage ich die Fun-Zone vor. Fun-Zone? Oh ja, das klingt nach Fun. Dann ist es entschieden. Auf zur Fun-Zone! Okay. Willkommen in der Fun-Zone. Ja, dann. Sammle 10.000 Spaßpunkte und gewinne einen tollen Preis. Wähle eine von vielen Attraktionen aus. Und vor allen Dingen, habe Spaß! Also die unten rechts führt immer zum Ende. Ja, dann versuche ich mal eine andere. Nehmen wir die hier. Bällebad. Oh. Oh, das ist gar nicht so einfach mit dem Ding. Ah. Sind die? Irgendwo sind sie aufgetaucht. Er fehlt noch. Einen haben wir noch. Wo ist er? Ah, nicht. Aua. Da unten. Ich hab dich gesehen. Erwischt. So, Pool. Klapp. Okay. Ah, nicht perfekt. Das ist gar nicht so einfach, genau auf den Fall zu treffen. Ja, ich weiß. Glaube ich dir. Ah! Okay. Und noch auf ein neues. Auf ein neues. Aber die Musik fällt mir. Fun-Zone verlassen? Fun-Zone verlassen. Aber ich will nicht die Fun-Zone verlassen. Ich will ins Auto rein. Na gut. Und. Wenn du keinen Unfall kann ich eigentlich da auch irgendwas machen? Problem ist, wenn ich da draufklicke, damit ich schneller werde, wird der andere auch schneller. Er wird viel schneller als ich. Es werden weniger Punkte. Ich muss weiter Gas geben, sonst werden es weniger Punkte. Ah. Das kann ich hier nicht mehr machen. Ja,
Eine Endlosstrecke. Du übertreibst das etwas. Man kann den Fun nicht forcieren, Alter. Mal wie viele Punkten bin ich, ey? Rufus! Was sitzt du denn da rum? Wie viele Punkte? Du? Ich glaube, da hinten will einer was von dir. Nur mehr Krommelmümmel. Und warum regt er sich so auf? Einfach ignorieren. Und sag mir, wie viele Punkte ich hab. Nicht genug. Warum gibst du nicht einfach auf und genießt den Tag? Weil ich das schon gemacht hab. Ich muss 10.000 Punkte. Okay, also ich brauche 10.000 Punkte, bevor das passiert. Okay. Scheibenkleister, ich habe sie schon wieder verpasst. Hey, wer ist da? Zimmerservice. Die Dienstbots haben Robo-Kudings da. Na, wenn das so ist, bringen Sie mein Herr. Okidoki. Okay. Also ich muss definitiv schneller sein. Nee, nicht schneller, mehr Punkte holen. Also muss ich beim Golfen im Endeffekt mehr Punkte holen. Wenn du läufst, kriegst du auch mehr Punkte. Also solange du nichts machst quasi. Okay. Da ist noch jemand im... Ja, so. Goal. Aha. Goal? Ja? Wer spricht da? Du darfst nicht gehen. Jetzt reicht's mir aber. Wer bist du? Hat dich mein Vater geschickt? Wenn ja, kannst du ihm ausrichten, dass ich meine eigenen Entscheidungen treffe. Und dass er mir nachspionieren lässt, ist wohl der Obergipfel. Wenn er mir was zu sagen hat, soll er das gefälligst persönlich machen. Dieses Gespräch ist beendet. Na super. So komme ich auch nicht an sie. Also egal, welche Antwort ich nehme, ist alles falsch. Eine andere Taste nehmen. Wo soll ich dich hinbringen? Du könntest ein wenig Spaß vertragen. Also schlage ich die Fun-Zone vor. Nein.